Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Nachricht vom FIFA-Team. Obrigado, Pelé. We are saddened by the passing of Pelé, a true footballing icon who inspired generations of fans all over the globe. To celebrate his incredible legacy and groundbreaking career, Pelé Tifo has been added to your foot club. Thank you, Pelé, the king of the world's game. Jo, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Rest in peace an dieser Stelle. Bedeutet natürlich für uns, dass wir morgen ein paar Änderungen haben an diesem ersten Spiel. Ich hoffe, dass es möglich ist, die einzubauen. Da haben wir es nochmal. Ihr seht es im Hintergrund schon, ich habe schon alles umgestellt für die Heroes. Wir hätten jetzt eben diese Woche die Heroes gehabt. Ich finde die Choreo im Hintergrund nicht so schön. Deswegen hoffe ich jetzt gerade mal, wenn wir auf den Shop gehen, du musst dich auch um Gegenstände kümmern, dass wir hier Choreo Pelé, dass wir Pelé als Choreo haben können für diese Heroes, weil das wäre schon brutal krass. Ich meine, schaut euch das Stadion an, so wie es schaut super nice aus jetzt. Wir spielen halt nicht in dem Stadion, ist ja auch wurscht. Aber was ich halt jetzt wirklich gerne hätte, muss ich an der Stelle einfach sagen, wenn ihr auf der Tribüne nicht dieses Ding hätten, sondern Pelé. Und das ist schon ein harter Flex. Rivals Bronze Saison 3 war das, ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir wirklich eine Choreo, wo man sagen kann, ja, nice. Heroes Assembled. So, wir haben aber ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, zum Einkassieren. Ne? Squad Battles haben wir nicht mehr zum Einkassieren. Rivals haben wir auch nicht zum Einkassieren. Schade. Dann können wir nur auf den Shop gehen. Und im Shop werden wir dann unsere ganzen Goldpacks finden. 6 Stück an der Zahl. Goldpack Jumbo, Goldpack Klein, seltenes, gemischtes, 3 seltene Spieler. Fangen wir mit dem normalen kleinen Goldpack an. Schauen wir mal, was da drin ist. Jetzt schauen wir mal ein bisschen Glück natürlich auch. Heute haben wir das Glück mal nicht. Untauschbare Spieler, toll. Passt weg, Pervert. So. Auch kein Glück. Ja, nee. Nee, auch nicht wirklich. Oh Gott, toll. So 3 seltene La Liga-Goldspieler. Nee, da haben wir auch kein Glück. Wir kriegen zwar einen 80er raus, aber leider nicht das, was wir haben wollen. Merino Ex-Dortmund. Oh wow, und 2 Doppelte. Yeah. So, Jumbo Goldpick 26. Schauen wir, was da drin ist. Und dann schauen wir nachher noch in die Squad-Building-Challenges rein. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, wo wir sagen können, boah, ja, brauchen wir unbedingt jetzt dringend, jetzt sofort. 85 bis 80 Spielerwahl. Wie geht die eine 80er Karte mit? So. Yay! So war das nicht geplant. So, und das war's dann auch. Da haben wir nichts mehr übrig. Promo-Packs. Gibt's diesmal keine gescheiten. Gold-Packs, da können wir zumindest das Vorschau-Pack noch aufmachen. Vielleicht haben wir ja Glück. Benzema, boom! Nein. Pentacool. Ich hatte gerade schon gehofft, irgendwie so, oh. Valverde. Aber nee. Nee. Schenken sie uns nichts. Na gut, dann schauen wir uns mal in die Squad Building Challenges rein, was da so drin ist. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Favoriten zurückgelegt habe. Ja, die Maria.
gibt es irgendwie noch was anderes. Das Logo von ihnen und die Choreo dazu. Toll, aber Auswärtstrikot haben wir wieder nicht. Spielerwahl, die Maria, nee, brauchen wir auch nicht. Spielerwahl wollen wir auch nicht. Rodrigo Paul, die Groß, ja, Groß wäre nice, aber es ist halt unerfüllbar. Gesamtwertung 87, da kann ich mir eine erste Mannschaft eintauschen für Toni Groß, wow. Reece Oxford, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, kann Rechtsverteidiger spielen, Innenverteidiger wäre es gewesen. Das wäre die Position gewesen für ihn. Okello, Maxim Gullit. Weil es auch nicht so stark ist. Ja, tolles Werting, darüber brauchen wir nicht reden. Eric Bailly ist da super, wirklich. Aber leider nicht das, was wir haben wollen. Paolo Maldini. Eins von zwei Basis-Heroes mit mindestens 86 Gesamt kriegen wir halt auch nicht hin. Ist nicht dieser blöde Tauschmist weg in 4 Tagen, okay. Fünfundzwanzig seltene Spiele, 83 plus, das ist natürlich schön. Fünfundachtzig plus Wildcard Spielerwahl. Da brauche ich mal 20 dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei bräuchte man noch. Für dieses 83 plus Pack 2. Das wäre natürlich schon nice, wenn wir die noch holen könnten. Weiß jetzt nicht, ob wir die irgendwie über eine Challenge noch holen können. Ich glaube nämlich nicht. Sieht nicht so aus. Müssen wir schauen. Vielleicht kommen die Tage nochmal was. Genau, dann hätten wir das wieder. Ja, da haben wir diesmal nichts gezogen. Team bleibt, wie es ist. Wir spielen mit Pelé als Choreo. Ja, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Wie gesagt, bitte berücksichtigen. FIFA. Stopp, auch nochmal FIFA. Jetzt muss ich aufpassen. Wir sehen uns morgen wieder. FIFA, Samstag, Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Genau, Madden eben. Sonntag, Samstag, Montag, Mittwoch, Freitag. Genau, das heißt, wir sehen uns morgen wieder zur Division 8. Genau, super. Bis dahin, ciao und fort, bleibt gesund. Wir sehen uns.